Ja, und jetzt stehen wir hier am wichtigsten und ältesten Fahrradweg von Ludwigsburg in der Alleenstraße. Es ist mittlerweile eine Fahrradstraße. Ich bin Mitglied im Ausschuss Mobilität, Technik und Umwelt im Stadtparlament von Ludwigsburg, im Gemeinderat von Ludwigsburg. Wir fördern Fahrradwege sehr gerne. Wir wollen sichere Fahrradwege haben, gerade für Schülerinnen und Schüler. Wir wollen interessierte Radler zum Umstieg animieren. Und deswegen die Frage an unseren Verkehrsexperten Christian Jung. Kriegen wir allein mit Fahrradwegen die Mobilitätswende hin, Christian? Ich glaube das nicht. Also ich persönlich bin sehr dafür, dass man sehr gute Fahrradwege hat. Also wenn ich mir das hier so angucke, ehrlich gesagt, auch den Asphalt und diese ganzen Probleme hier. Also es ist in einem sehr schlechten Zustand, dieser Fahrradweg. Also ich sage immer, wenn man was macht, dann richtig und nicht nur so, so gefuselt, wie man bei mir im Badischen sagt. Also der wird immer wieder verschoben, aber der ist absolut prior. Also wenn man Fahrradwege macht, dann sollte man die wirklich in einem sehr guten Zustand haben. Ja. Und das ist hier, sagen wir mal, Note 5 Minus. Wenn man mal so Schulnoten vergeben würde, es ist also nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Und was natürlich ganz gut ist, wenn man hier so eine Topografie hat wie in Ludwigsburg, dann bietet sich natürlich geradezu an, dass man mal einen Fahrradweg hat, der auch mal durchgängig ist, wo gar keine Autos fahren dürfen. Das ist rein theoretisch immer das Beste. Was ich nicht glaube, auch nicht in Ludwigsburg oder im Landkreis Ludwigsburg, dass man alles mit Fahrradwegen lösen kann. Es wird ja sehr viel auch planerische Leistung abgezogen, auch im Regierungspräsidium Stuttgart oder in ganz Baden-Württemberg in Bezug auf die Planung von Fahrradschnellwegen. Mhm. Ich habe da gar nichts dagegen, aber ich habe da eher einen ganzheitlichen Ansatz. Das ist auch der RS8 hier, ne? Der wird hier entlang führen. Und ich habe da eher einen ganzheitlichen Ansatz, nämlich das heißt, dass man versucht, dass man verschiedene auch Verkehrsträger fördert. Und es fängt an beim Fußgänger, bei Fußgängerverkehren oder auch beim Radfahren. Aber es geht auch darüber, dass man auch neue Straßen durchaus bauen muss. Und wir haben das durchaus hier ja auch in Ludwigsburg auch mit dem fehlenden Ringschluss, dass das natürlich unnötige Staus immer wieder produziert. Wir leiden unter den Pendlerverkehren. Das ist unser Hauptproblem. Genau. Die B27, das habe ich ja auch gemerkt, als ich hierher gefahren bin. Ja. Von Bretten her, ich habe fast eine Stunde gebraucht. Das ist einfach zu lang. Ja. Und man darf eine Sache nicht vergessen, Steffi, auch der komplette Landkreis Ludwigsburg, auch die Region Stuttgart, ist auf Lkw-Verkehr angewiesen. Der ganze Wohlstand bei uns, auch die Belieferung von Fabriken, hat was mit Lkw-Verkehren zu tun. Jetzt sagen die Grünen oft, wir müssen jetzt mehr Güter von der Straße auf die Schiene bringen. Da bin ich prinzipiell dabei, aber wir müssen da ganz anders denken im Kombiverkehr. Wir haben hier Binnenschifffahrt, wir haben hier Eisenbahn und wir haben auch Straßen. Und das Problem ist, wenn ich wirklich über Convestheim oder über Einzelwagenverkehr, über Gleisanschlüsse oder über neue Hubs Container in die Rangierbahnhöfe bringen will, dann ist das sehr, sehr schwierig. Das heißt, viele, die im Zuliefererbereich auch tätig sind, die machen dann alles mit LKWs, sonst kriegt man das von der Zeit her auch nicht hin. Das ist die eine Sache. Die Schleusen von Mannheim bis Bloching sind nicht 135 Meter lang. Das müssen wir dringend ändern. Weil sonst, es bringt ja nichts, auf dem Neckar nur mit kleinen Kähnen herumzufahren, sondern ich will da schon richtige Containerschiffe dann auch haben. Und das führt dazu, dass man auch keine Politik gegen das Auto machen sollte, sondern man muss einfach gute Angebote haben, auch einen gut ausgebauten ÖPNV haben, vielleicht sogar noch sich überlegen, wie man die S-Bahn noch besser macht, auch in der Region Stuttgart. Da ist ja seit 2011, zumindest was angeht in Ludwigsburg, seit dem grünen Landesverkehrsminister viel passiert. Also ich war gerade in Bietigheim-Bissingen und auch in Sachsenheim und Vaihingen-Enz, da kamen die gleichen Beschwerden. Ja. Und in der Verkehrspolitik geht es auch immer darum, dass man nicht nur Sachen kritisiert, das machen wir nicht, sondern wir versuchen, Sachen noch besser zu machen, zu optimieren. Und da gibt es, glaube ich, durchaus auch, wenn man das ganzheitlich sieht, durchaus einiges zu machen. Es spricht gar nichts dagegen, Fahrradwege zu haben, spricht aber auch nichts dagegen, auch mal neue Straßen zu bauen. Und was natürlich gar nicht geht, sind Fahrverbote, weil das führt auch dazu, dass auch Menschen auch in gewisser Form enteignet werden. Und dass auch Mobilität für manche auch komplett verhindert wird. Also Mobilität ist auch ein Recht. Und wir sehen das jetzt ja auch in der Corona-Krise.
dass ja auch viele, die aus vulnerablen Gruppen sind, ganz bewusst jetzt nur noch Auto fahren, weil die halt auch Ängste haben. Natürlich. Und darauf muss man, glaube ich, auch in Zukunft viel mehr auch behutsam das auch stimmt. Wert legen. Also ich sage ja immer, wir müssen Mobilität neu denken. Wir haben jetzt im Stadtrat zum Beispiel letzten Herbst einen Antrag gestellt, dass man neue Mobilitätsdrehscheiben baut, nah an den großen Verkehrsadern, also da denke ich an die A81 zum Beispiel, dass man da ein gutes Pendlerparkhaus baut und dann wirklich für die letzte Meile, das ist ja immer das Problem der letzten Meile, dass man dann auch nicht umsteigt, weil die Verbindung, der letzte Anschluss einfach fehlt. Und da wollen wir halt einfach optimale Möglichkeiten schaffen mit der reaktivierten Bahn nach Markgröningen. Wir waren ja schon mal unterwegs letzten Herbst. Und dass dann dort ein Pendlerparkhaus hinkommt und die Leute bequem umsteigen können, aber auch also auf die Bahn, auf sonstigen nicht schienengebundenen ÖPNV oder eben auch auf E-Bikes oder sonstigen, alle kleinen Da sind Dinge, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. In Bruchsal im Landkreis Karlsruhe ist zum Beispiel der Hauptsitz, das Headquarter von Volocopter. Ja. Auch Flugtaxis kann man damit einbinden. Ja. Ein schönes Beispiel ist Daimler City zum Flughafen. Da kann man sowas durchaus einsetzen. Das wird jetzt nicht überall das Allheilmittel sein, aber da, wo es sinnvoll ist, da kann man sich überlegen, wie man da vorgeht. Und da will ich auch keine einzelnen Verkehrsträger gegeneinander ausspielen. So ist es. Es gibt manchmal auch Politiker, die sind dann nur für Fahrräder oder nur für Gemüse und der andere ist nur für Fleisch. Ja. Ich sage mal so, ich fahre auch mit dem Fahrrad, wenn es geht oder wenn es sinnvoll ist. Ich bin bei einer Sache, ich weiß nicht, ob du das weißt, auch sehr ideologisch. Eigentlich nur bei ein, zwei Sachen. Und eine davon ist Fahrradhelm tragen. Ja? Also da verstehe ich überhaupt keinen Spaß. Wir haben uns, glaube ich, schon mal drüber unterhalten. weil ich finde es sehr wichtig, dass man auch darauf Wert legt, weil es kann immer wieder zu Unfällen kommen. Und ich würde es auch immer raten, auch bei Schülerinnen und Schülern, dass die auch einen Helm haben. Absolut. Weil es kann auch mal was Blödes passieren. Ne? Da hast du vollkommen recht. Ja, Sie sehen, es ist wichtig, Mobilitätsmix und nicht nur eine einseitige Verbotsstrategie zu fahren. Dafür stehen wir Freie Demokraten, dafür kämpfen wir auf allen Ebenen, vom Bund bis zur Kommune. Ich danke dir, dass du heute hier warst. Sehr gerne. Und toi, toi, toi.